damit herzlich willkommen nach der Deutschland-Cup-Pause. Wieder zurück in der deutschen Eishockey-Liga. Der 18. Spieltag steht an und die Augsburger Panther empfangen die Adler aus Mannheim. Nur zwei Siege gab es für den amtierenden deutschen Meister in den letzten 17 Partien. Also das erste Drittel der Saison war nicht wirklich erfolgsversprechend. Dementsprechend Mannheim heute mit viel Druck. Mannheim heute mit viel, viel Zwang in Richtung Tor. Und ja, die Augsburger zuletzt richtig ordentlich gespielt. Dritter Platz aktuell. Und ja, mit den Augsburgern hat Mannheim eine Mannschaft heute als Gegner, die zu Hause sehr, sehr stark agiert. Aber Mannheim muss siegen. Wie gesagt, zwei Spiele aus den ersten 17 Partien. Da ist Wolf und er macht's. So schnell kann das manchmal gehen. David Wolf, 1-0 Mannheim. Und sie kommen mit viel Feuer aus dieser Deutschland-Cup-Pause. Die Mannen um Trainer Pavel Groß und David Wolf mit seinem ersten Schuss in Richtung Olivier Roy mit dem ersten Treffer zum 1-0. Smith. Wird das aufbauend sein? Das ist die große Frage. Für uns gilt weiterhin Gas geben, nach vorne weiterhin arbeiten. Und dieses 1-0 nach knapp 4 Minuten tut weh, ist aber nicht extrem blöd. Haben noch alle Zeit der Welt. Müssen jetzt nur versuchen, die Adler da ein bisschen auf Abstand zu halten. Wieder ein guter Versuch. Ja, und die spielen sich und die können sich hier wirklich in den Rausch spielen, die Adler. Sie wissen, sie haben eine tolle Mannschaft, einen sehr tiefen Kader und sehr viel Potenzial, auch in dieser Saison weit zu kommen. Nicht nur in der regulären Saison, sondern auch in den anstehenden Playoffs. Aber jetzt erstmal die Chance für Augsburg, gut repariert von Dennis Endras. Macht da einen hervorragenden Job, der Keeper der Gäste. Als Gotsch, Lechtivori. Mannheim kommt in den ersten 10 Minuten druckvoll in Richtung Augsburger Tor. Wieder Callahan. Aber Augsburg momentan noch mit Aufbauproblem. Mannheim steht defensiv sehr, sehr aggressiv. Gotsch und Glück gehabt, David Stieler. Jetzt wieder Augsburg. Vielleicht mit dem Ranfühlen, aber Dennis Endras lässt da keine Möglichkeit zum Rebound. Und die ersten 13 Minuten bestimmt durch die Gäste aus Mannheim. Eisenschmied gegen Stieler am Bullypunkt. Und nochmal der Schuss verdeckt, aber Dennis Endras mit erneut hervorragendem Stellungsspiel. Schmölz, Payer. Augsburg bleibt dran. Jetzt aber Hungerecker. Und trotzdem die Augsburger nochmal in Vorwärtsgang. Sie behalten jetzt die Scheibe in der Offensive. Brocken. Immer noch Augsburg, aber jetzt Hungerecker. Im Zweikampf geht er als Sieger hervor. Reul. Und wieder die Chance für Mannheim. Als Warnung, dementsprechend erstmal die Befreiung der Augsburger. Hafenrichter. Versucht aus zweiter Reihe, aber Larkin macht da einen ordentlichen Job. So, wieder Augsburg. Der Zug und der Drang in Richtung Tor wird größer, aber Dennis Endras weiterhin ohne Probleme. Noch eine Minute im ersten Durchgang. Und die Adler mit dem ersten Schuss in Führung gegangen durch den Treffer von David Wolf. Lampo. Soramis. Brent Radicke nochmal zum Abschluss. Soramis wird gestoppt. Und die Adler gehen mit dieser 1-0 Führung in die erste Drittelpause. Es muss von Augsburg definitiv mehr kommen. 4-6 Schüsse. Schussverhältnis
deutlich auf Seiten der Mannheimer. Rein in den Mittelabschnitt. LeBlanc gegen Smith. Und wieder die Adler als Sieger mit der Scheibe. Zurückgehen. Trevelyan. Schön abgelegt auf Sahirgi. Netter Versuch, hoch angelegt. Und Dennis Endras weiterhin mit weißer Weste bis dahin. LeBlanc kämpft da um die Scheibe des Schaden. Machen sie hervorragend weiterhin. Die Gäste aus Mannheim, das wird die erste Strafe geben. Gegen McNeil auf Seiten der Augsburger. Beinstellen vom Schiedsrichter richtig gepfiffen. Und damit haben wir das erste Powerplay in dieser Partie. Und Mannheim mit gute Stücke hier auf 2:0 zu erhöhen. Augsburg bringt die Scheibe allerdings erstmal raus über Lambacher. Und dass Augsburg gefährlich ist in Unterzahl, das haben wir schon das ein oder andere Mal gesehen diese Saison. Harter Check. Und Augsburg setzt sich durch. In Unterzahl die Scheibe da vorne drin halten. Mannheim kommt nicht aus dem eigenen Drittel raus. Valentine mit guter Schussposition, aber Dennis Endras rettet seinen Vorderleuten hier buchstäblich den Hintern. Keine gute Überzahlsituation für die Adler. Huchtala! Und wieder Augsburg mit der Befreiung über Fraser. Kann die Scheibe wegbringen. Und das sind wertvolle Sekunden auf der Uhr, die man da runterkriegt. Und Lamp. Wieder Augsburg, wieder der AEV. Und dann ist es drin in Unterzahl. Augsburg mit dem Ausgleich. Und das war sehr wichtig, Brady Lamb. Zweites Tor für ihn in dieser Saison. Und hier liegt immer noch der Helm und Dennis Endras. Dem rutscht da die Scheibe zwischen Blockhand und zwischen Schoner unglücklich vorbei. Und es schlägt ein zu 1:1 der Gastgeber. Und dieses Überzahlspiel buchstäblich sinnbildlich für das erste Drittel des Mannheimer Spiels in dieser ja nicht mehr ganz so jungen Saison. 18. Spieltag. So langsam muss man anfangen zu punkten. Und das hat zu Beginn dieser Partie eigentlich auch ganz gut ausgesehen mit der Führung durch David Wolf. Dann aber unglücklich gerade das 1:1 in Unterzahl. Eigener Überzahl. Und Gill. Augsburg natürlich jetzt beflügelt von diesem Ausgleich. Zeige Gill. Akta auf Plachter. Und Dodge. Wieder gestoppt. Vor der Augsburger Verteidigung. Und das machen sie wieder hervorragend. Jetzt sogar der Konter. Trevelyan und Stieler mit der Chance und Tor. So einfach geht's. Und das ist die Führung für den AEV. Ausgekontert. Und grandios. Wie Augsburg hier aus dem eigenen Drittel raus agiert und diesen Treffer erzielt. Wahnsinn. Also, Spiel gedreht. Die Augsburger wieder oben auf. Hälfte der Partie ist vorbei. 2:1 für die Gastgeber. David Stieler, der Torschütze. Und Trevelyan mit dem Assist. Und wieder Augsburg. Und für Mannheim ist jetzt natürlich wieder mehr Druck angesagt. Die
abgelegt und Schmülz! 3:1. Und jetzt geht's hier wirklich Schlag auf Schlag, liebe Freunde. Wahnsinn, die Augsburger melden sich fulminant zurück. Wieder bockstark gespielt, meine Maus gekontert. Und dann steht's 3:1. In Augsburg. Oh, und wieder der Fehler. Mannheim mit Zerfallserscheinungen. Und man kann von Glück reden, dass man hier nicht das 1:4 kassiert. Riesendruckphase von Augsburg. Bittere Strafzeit jetzt. Und dann also nächstes Überzahlspiel der Adler. Leblanc. Jules Leblanc und Dennis Endras. Weiterhin der Garant dafür. Dass Mannheim noch in Reichweite steht. Huchtala. Und wieder Mannheim mit großen Problemen, die Überzahlsituation zumindest mal in die Aufstellung zu bringen. Jetzt vielleicht Lehtivori. Aber Augsburg stört frühzeitig. Und jetzt aber die Adler. Richtig Glück gehabt, dass Valentine da noch dazwischen kommt. Andernfalls hätte dieser Schuss mit Sicherheit den Weg ins Tor gefunden. Leblanc. Und die Scheibe einfach nach vorne. Nimmt wertvolle Zeit von der Uhr. 5,5 Minuten noch in Durchgang Nummer 2. Buchtala. Vorsicht, wieder die Adler. Aber Olivier Roy mit einem grandiosen Save. Und Augsburg kann sich wieder befreien. Noch 24 Sekunden Unterzahl. Dennis Endras. Vielleicht noch eine Möglichkeit für die Gäste. Wieder Wolf. Aber auch da im allerletzten Moment der Augsburger wieder dran. Und die Gastgeber jetzt wieder komplett. Da ist Lambacher. Und Mannheim richtig aggressiv vom eigenen Tor. Spiel nimmt an Härte zu. Und man spürt einfach die Adler langsam gefrustet. Mit viel Elan aus der Deutschland-Cup-Pause zurückgekommen. Hat sich sehr viel vorgenommen. Aber das lässt sich hier ja nach fast 40 Minuten nur bedingt umsetzen. Vorsichtig. Wieder eine gute Möglichkeit für die Gäste. Aber am Ende fehlen immer 1, 2, 3, 4 Zentimeter. Und die letzten Sekunden laufen. Nochmal Plachter. Akta bringt die Scheibe nochmal vors Tor. Und dann ist es der abgefälschte Puck von Brad Radicke, der Mannheim eine Sekunde vor Ende des Mittelabschnitts mit einem unhaltbaren Abfälscher wieder ranbringt. Rohr eigentlich gutes Stellungsspiel und Radicke kommt da kurz vorher noch an die Scheibe ran und 1,2 Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts dann der Anschlusstreffer der Mannheimer. Das bringt wieder Energie ins Spiel. Das bringt wieder Leben rein. Und vor allem bringt das Selbstvertrauen der Adler wieder zurück. Also, es verspricht, ein richtig letzter Abschnitt zu werden. 20 Minuten. Nur noch 2:3 aus Sicht der Mannheimer. Und im Eishockey, wir kennen es, geht es ja bekanntlich sehr, sehr, sehr schnell. Und Tor! So ist es! 54 Sekunden!
Und die Augsburger wieder mit der 2-Tore-Führung. Was für ein Wahnsinn. So schnell kann es manchmal gehen. Vom Bullypunkt weg über die Fanghand von Dennis Endras. Und Augsburg erzielt das 4:2. Nur 54 Sekunden im Schlussabschnitt gespielt. Trevelyan auf Zuspiel von Gill. Mannheim also umso mehr gefordert. Nächste Schussmöglichkeit. Diesmal auf Seiten der Adler. Leblanc auf Trevelyan. Hat links gesehen, dass er Gill im Rückraum naht. Aber auch die Adler hochkonzentriert. Oh, und Akta. Zentimeterentscheidung. Aber Scheibe war hinter der blauen Linie und dementsprechend abseits. Pass nicht gut durchgelegt. Vorsichtig, McNeil. Auf Callahan. Nächste Schussmöglichkeit, Augsburg. Und noch 13 Minuten Verbleib. Scheibe geht zurück. Augsburg gerade beim Wechsel. Valentine frisch auf dem Eis. Und Fraser. Augsburg kann sich da spielerisch wieder nach vorne bringen. Uhlmann, der ist schneller als der Verteidiger. Und Dennis Endras entschärft den Schuss von Valentine. Trotzdem hervorragende Möglichkeit der Augsburger. Die nach dem 4:2 zu Beginn des Schlussabschnitts wieder etwas mehr für die Offensive tun. Lechtivori, Lampel, Dervinen, Eisenschmied, Stila. Und wenn Mannheim wieder rankommt, dann wäre das eine richtig spannende Partie. Und Payer. Wieder viel Platz, viel Raum. Mannheim viel zu zögerlich. Aber dann zu einfach der Abschluss. Und kein Problem für Dennis Endras. Bulli gewinnt Augsburg. Und Jervinen mit dem Turnover. Da ist viel Hungerecker. Augsburg aber eiskalt und jetzt zieht man an die Strafzeit. Und 6 Minuten 44 vor Ende der Partie. Ganz, ganz bittere Strafe gegen den Mannheimer. Und damit Jan-Michael Jervinen für 2 Minuten hinausgestellt. Und Fraser. Jetzt also Powerplay Augsburg. Oh, Callahan kann sich befreien. Die Scheibe bleibt drin. Augsburg mit viel Druck, aber Rendulic auf Smith. Und sie müssen jetzt aufs Ganze gehen. Natürlich muss Mannheim hier Vorchecking betreiben. Und was den Augsburg an? Die Lücke öffnet zum Tor. Zahir Gil, Zuckerpass, 5:2. Und damit dürfte diese Partie gelaufen sein. Augsburg wieder einmal mehr. Machen sie diese Partie richtig schnell. Und dann erhöhen sie gegen weiterhin glücklose Adler aus Mannheim auf 5:2. Und das wird also auch für die Adler nach der Deutschlandcup-Pause die erste Niederlage. Suchen weiterhin den roten Faden in dieser Saison. Bislang alles andere als leicht. Noch ist allerdings nichts vorbei. Noch ist alles möglich. Playoffs sollte
das Ziel der Adler sein. Zumindest mal aktuell die Pre-Playoffs sind angestrebt. Sinan Akta. 2,5 Minuten noch. Moritz Seider. Flach da. Wieder der Zweikampf der Augsburger erfolgreich. Und dann ist Holzmann da. Aus dem Rückraum. Versucht mit dem Blue Liner. Und die letzte Minute läuft. Also Mannheim wird auch diese Partie am Ende verlieren. Man hat gut begonnen. Und so gut man begonnen hat, so schlecht hat man dann die Partie fortgeführt. Stark begonnen, stark nachgelassen. Und Mannheim muss sich mehr einfallen lassen, will man in dieser Saison die Playoffs noch erreichen. Für Augsburg schwacher Beginn in der Saison. Erinnern uns, 2 Spieltage ohne Zähler, dann aber jetzt immer besser in die Liga rein. Und Pejal, gut abgelegt. Und Järvinen. Und das Spiel ist aus. Augsburg gewinnt die erste Partie nach der Deutschland-Cup-Pause. Und das sind erneut ganz, ganz, ganz wichtige Punkte, liebe Freunde, die wir hier sammeln. Und wir werfen natürlich sofort noch einen Blick auf die Tabelle. Wo werden wir am Ende stehen? 19:16 Schüsse. Und Augsburg eiskalt. Bringt Mannheim damit weiter in den Abwärtstrend. Krefeld, der nächste Gegner der Augsburger. Und wir werfen einen Blick auf die Tabelle, die sich plätzemäßig nicht geändert hat. Also München weiterhin auf der 1 vor der Düsseldorf EG. Augsburg jetzt aber punktgleich. Die Eisbären Berlin mit einem Spiel weniger könnte noch bis auf einen Punkt rankommen. Krefeld sagenhaft auf der 5. Also das wird ein richtig heißes Duell am Sonntag werden gegen die Krefeld-Pinguine. Auf der 6 die Fischtown-Pinguins Bremerhaven. Dann Köln vor den Thomas Sauer Ice Tigers. Auf 9 Straubing vor den Schwenninger Wild Wings. Und dann die Grizzlies, Iserlohn, Ingolstadt und Mannheim auf den Plätzen 11 bis 14. Also, wenn es euch gefallen hat, Freunde, würde ich mich natürlich über Thomas sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.